Berliner Polizei wurde bei der Sachbeschädigung auf frischer Tat mit einer Kamera gefilmt. Das Ganze selbstverständlich im Görlitzer Park. Ein Polizist ist hier zum Sprayer geworden. Und ganz ehrlich, Leute, ich kann gar nicht verstehen, warum er diesen Schriftzug hier überpinselt hat bzw. übersprüht hat. Das Ganze hängt natürlich zusammen mit der großen Querdenken-Demo von am Samstag in Berlin. Es waren auf jeden Fall eine fünfstellige Anzahl an Teilnehmern in der Stadt. Soweit so friedlich, soweit ohne größere Vorkommnisse, mit so ein paar Besonderheiten, dass man keine Spenden sammeln darf, etc. Jetzt ist es allerdings hier noch so gewesen, dass natürlich wieder die Alerta Antifaschista auf Twitter durchgedreht sind, weil hier jemand im Görlitzer Park ein Theaterstück aufführen wollte. Ihr müsst wissen, im Görlitzer Park werden ganz viele linke Theaterstücke aufgeführt, immer unter großem Beifall der Anwohner. Jetzt ist das Ganze hier allerdings etwas aus dem Ruder gelaufen. Ihr seht hier zwei Streifenwagen und dann sehen wir jetzt gleich, wie hier ein Polizist, da oben ist dieser Schriftzug Corona mit K und diese zwei O mit einer Zielscheibe. Jetzt geht der Polizist hin und übersprüht das. Ich dachte ja am Anfang, ist nicht sein Ernst. Aber wir können jetzt hier noch ein bisschen weiter zuschauen. Das Ganze macht er jetzt hier hochprofessionell, dieser Mitarbeiter. Bei dem nächsten tut er das auch. Und jetzt, also, warum? Warum? Das ist kein verbotenes Zeichen oder habe ich was nicht mitbekommen? Also, das möge mir bitte jeder mal unter das Video erklären oder eine E-Mail schreiben. Apropos E-Mail schreiben, ich werde immer wieder gefragt, wie ihr mich erreichen könnt. Am besten kontakt@politikmitkopf.de. Das ist immer am einfachsten, aber ich bin immer noch fasziniert hier. Mit dem orangenen Markierungsspray wird hier Sachbeschädigung begangen. Definitiv ist das Sachbeschädigung, denn die Sache wird zum zweiten Mal beschädigt. Also der erste Schriftzug ist schon nur mit Einsatz von Geldmitteln bzw. mit Aufwand wieder in den Ursprungszustand zu versetzen und damit ist es Sachbeschädigung. Aber haben sie jetzt hier nochmal gemacht. Seelenruhig im Görlitzer Park gestern Nachmittag, 17, 18 Uhr ungefähr. Und sie lassen sich dabei auch noch filmen. Also, ich verstehe es nicht. Also, selbst wenn dieser Schriftzug hier so illegal ist, also für mich ist das kein Zeichen einer verfassungswidrigen Organisation. Das kann ja jemand anders sehen, aber soweit ich weiß, ist das alles aber nicht verboten, was da gestanden hat. Und geht die Polizei hin und begeht hier ein zweites Mal Sachbeschädigung. Anstatt die BSR anzurufen oder, bin ich mir gar nicht sicher, wer ist denn zuständig für den Görlitzer Park? Naja, dann jemanden vom Bezirksamt Kreuzberg, jemanden zu rufen, der mit dem Graffiti-Entferner kommt und das wegmacht. Nein, sie machen ein zweites Graffiti. Sie begehen eine Sachbeschädigung und zwar in ihrem Dienst. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das so nicht erlaubt ist, auch nicht für Berliner Polizisten. Und normalerweise gehört dieser Polizist angezeigt wegen Sachbeschädigung. Es mangelt bis jetzt auch noch an einer Pressemitteilung. Soll mir mal einer erklären, was das hier soll? Also, was soll das? Ja? Hingehen, auch noch vor den Augen aller und einfach ein neues Graffiti über ein altes sprühen. Das ist die Berliner Polizei 2024 und das Video geht am Ende bestimmt viral, weil das ist ja völlig Banane. Völlig Banane. Und ja, die im Görlitzer Park, die haben auch auf die Banane gewartet. Björn Banane. Aber es ist, also ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Was hat das für einen Zweck, liebe Berliner Polizei? Was war das? Ja, könnt ihr das irgendwie erklären, was ihr da getan habt? Und könnt ihr vor allem erklären, wann denn eure Sachbeschädigung wieder entfernt wird? Ich bin hier wirklich zutiefst schockiert, ob ich jetzt dafür eine Anzeige schreibe. Mir mangelt es daran, dass der Polizist hier vor allem nicht sichtbar, erkennbar ist. Aber was soll ich diesen armen Polizisten da anzeigen? Mich würde erstmal viel mehr interessieren, wer ihm diese Anweisung gegeben hat, mit dieser orangenen Farbe da rumzusprühen. Bestimmt der Vorgesetzte. Ich hoffe ja, dass noch eine Pressemitteilung kommt. Allerdings, das ist im Internet abrufbar für alle, haben bis jetzt nicht so viele gesehen. Deswegen mache ich dieses Video, damit es ganz viele sehen, damit wir hier endlich mal die Dinge klären, die immer offensichtlicher werden. Die Polizei tut Dinge, die mit Recht, Gesetz und Ordnung da jetzt wenig zu tun haben. Also wirklich wenig zu tun haben. Aber
Die Spezialisten der Berliner Polizei, sie werden bestimmt demnächst uns mitteilen, was das Ganze hier soll. Ich bin gespannt, wie siehst du das Ganze hier? Polizei direkt bei Sachbeschädigung ertappt, eindeutig klarer Fall. Oder sagst du, nein, also Corona mit K und diesen zwei Zielscheiben, das ist bla bla bla, hier und da verboten. Wenn das irgendwo verboten sein soll, mag mir das mal jemand zeigen. Also ist mir jetzt völlig neu, dass an diesem Schriftzug jetzt hier irgendetwas auszusetzen ist. Aber abonniere den Kanal, abonniere auch X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und damit sage ich ciao, bis bald.